Als weltweites Imperium brauchen die USA eine Kette belastbarer Militärbasen. Und neben den zahlreichen Standorten weltweit gehört auch Deutschland dazu. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges übernahm die US-Armee zahlreiche Militärbasen in der Bundesrepublik und ist an einigen bis heute präsent. Die US-Militärstützpunkte liegen im Westen Deutschlands, denn im 2+4-Vertrag wurde damals vereinbart, dass in der ehemaligen DDR und in Berlin keine ausländischen Streitkräfte oder Nuklearwaffen stationiert werden dürfen. Im Geschwätz von gestern zeigen wir euch die Orte in Deutschland, wo US-Militärstützpunkte nach wie vor existieren. Böblingen. Hier liegt die Panzerkaserne und das Hauptquartier der United States Marine Corps Forces Europe. 1951 entstand hier zudem eine US-Siedlung, Little America genannt, die rund 950 Familien beherbergt. Böblingen dient außerdem als Verwaltungszentrale für etwa 23.000 US-Amerikaner. Die deutschen Nachbarn beschweren sich seit Jahren wegen des Schießlärms, der von der Kaserne ausgeht. Mannheim. Die Coleman Barracks sind eine US-amerikanische Kaserne mit Militärflugplatz. Das Armeegelände umfasst mehr als 200 Hektar. Hier lagern hunderte Panzer, Militärgerät und Armeefahrzeuge. 2015 1200 Fahrzeuge und Gerätschaften, darunter 250 Panzer. Ursprünglich wollten die USA den Stützpunkt schon Ende Februar 2015 an Deutschland zurückgeben. Mitte Januar 2015 wurde jedoch öffentlich, dass die US-Armee das Areal doch noch für mehrere Jahre benötigt. Stuttgart. Seit 1945 befindet sich hier das Army Airfield. Dieses wird vor allem für militärische Truppen und Frachttransporte genutzt. Zudem gibt es noch die Kelly- und die Patch-Kasernen. Die Kelly Barracks in Darmstadt. Seit Herbst 2007 befindet sich hier das Hauptquartier des United States Africa Command, AFRICOM. Und die Patch Barracks. Hier befinden sich das Europa-Hauptquartier der NSA, das Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa, EUCOM, und das SOCIR, welches alle militärischen US-Spezialeinheiten in Europa führt. Bayern. Ansbach, Katterbach, Illesheim. Die Basis beherbergt zurzeit 32 Hubschrauber, es sollen aber bis zu 60 dieses Jahr werden. Die Entscheidung der US Army bedeutet, dass auch der Fluglärm wieder zunehmen wird. Einige Anwohner befürchten eine massive Lärmbelästigung. An die US-Standorte Ansbach, Katterbach und Illesheim sollen in diesem Jahr außerdem etwa 2000 weitere US-Soldaten kommen. Hinzu kommen sogenannte Rotationseinheiten anderer Kampfbrigaden, die temporär für einige Monate aus den USA nach Europa verlegt werden. Garmisch-Partenkirchen. Hier befindet sich das George C. Marshall Europäische Zentrum für Sicherheitsstudien. Träger sind das US-Verteidigungsministerium und das deutsche Verteidigungsministerium. Grafenwöhr. Der Truppenübungsplatz Grafenwöhr ist einer der größten in Europa und ist seit 2006 Joint Multinational Command Training Center der US Army. Er wird sowohl von der Bundeswehr als auch NATO-Partnern genutzt. Im Ostteil des Truppenübungsplatzes unterhält die US Army einen Flugplatz, auf dem vor allem Frachtmaschinen landen. Hohenfels Truppenübungsplatz. Seit 1999 finden in Hohenfels komplexe Übungen mit zivilen Komparsen statt. Sie sollen die Zivilbevölkerung eines Krisengebietes darstellen. Die Übungen dauern bis zu 3 Wochen. Soldaten erproben so ihr Verhalten im Falle eines Kriegsfalles. Filsack. Hier ist eine komplette Brigade der US Army stationiert, das 2. US-Kavallerieregiment. Der Truppenübungsplatz wird vor allem für Schießübungen mit allen Waffensystemen der US-Streitkräfte genutzt. Hessen, Wiesbaden. Hier befindet sich der Flugplatz Wiesbaden-Erbenheim und das Hauptquartier der US-Armee in Europa. Das Gebiet wird auch von der 66. Brigade des US-amerikanischen militärischen Geheimdienstes genutzt. Hauptaufgabe: Unterstützung militärischer Operationen im Irak und Afghanistan. Am Stützpunkt Wiesbaden sind über 14.000 Soldaten und Angehörige stationiert. Griesheim. Hier befindet sich der Dagger-Komplex, zu Deutsch Dolchanlage. Es wird vermutet, dass im Dagger-Komplex verschiedene Geheimdienste und nachrichtendienstliche Einheiten der USA, unter anderem auch die NSA, Spionage betreiben. Somit ist der Dagger-Komplex mittlerweile die größte und wichtigste Außenstelle der NSA in Europa. Nordrhein-Westfalen, Dülmen. Im Oktober 2016 haben die USA offiziell die ehemalige britische Kaserne übernommen und werden diese als Depot für Fahrzeuge und damit verbundenes Material benutzen. Rheinland-Pfalz.
Baumholder. Hier befinden sich die Smith- und die Wetzel-Kaserne der US Army. Über 13.000 US-Amerikaner leben in Baumholder. Bekannt ist die Stadt als einer der größten US-Stützpunkte in Deutschland. 2016 hatte die US Army 106 Millionen Dollar in den Standort investiert. Wackernheim. Hier befinden sich die McCurley Barracks der US-Armee. Das Gebiet befindet sich nicht weit von Mainz und bietet Trainingsmöglichkeiten für die US-amerikanischen Streitkräfte. Germersheim, Logistikstützpunkt. Hier befindet sich ein US-Army-Depot für den logistischen Support nach Europa und den Nahen Osten. Er dient als Warenverteilungszentrum. Kaiserslautern. Knapp 48.000 US-Amerikaner leben in Kaiserslautern. Der Raum Kaiserslautern ist die größte amerikanische Siedlung außerhalb der USA. Ramstein. Die Luftwaffenbasis ist das größte Kriegsdrehkreuz der US-Streitkräfte außerhalb der USA. 90% der Personen- und Frachttransporte in den Mittleren Osten und nach Afrika werden hier abgewickelt. Zudem wäre ohne Ramstein der Drohnenkrieg der Vereinigten Staaten nicht möglich. Misau. Das Misau Army Depot ist das größte Munitionsdepot der US Army außerhalb der USA. Hier sind etwa 25.000 Tonnen Munition eingelagert. Neben der Versorgung der US-Streitkräfte in Europa mit Munition werden durch das Depot auch die Munitionsversorgung der US-Truppen in Afghanistan und im Irak gewährleistet. Landstuhl. Das Regional Medical Center ist mit rund 3.300 Mitarbeitern das größte Lazarett der US Army außerhalb der USA. Es bietet die erste medizinische Versorgung auf befriedetem Gebiet für verletzte Soldaten aus dem Irak oder Afghanistan. Spangdahlem. Hier befindet sich eine Einrichtung der US-Luftwaffe. Die hier stationierten Einheiten sind Teil der 3rd Air Force mit Sitz auf der Ramstein Air Base und Teil der United States Air Forces in Europe. Pirmasens. Hier befindet sich das medizinische Versorgungsdepot der US Army auf der Husterhöhe, das US Army Medical Materials Center Europe. Das Depot wird 2017 voraussichtlich nach Kaiserslautern umziehen. Das war die lange Liste der US-Stützpunkte in Deutschland. Warum die USA die Basen in der Bundesrepublik benötigen, erklärte einmal treffend der erste Generalsekretär der NATO, Lord Ismay. To keep the Americans in, the Russians out, and the Germans down.